Das heißt, wer doppelt kauft, kauft 12-mal. Mutter, falls du das Video hier sehen solltest, die Preise, die stimmen nicht. Das ist das Internet. Da verbreitet man Lügen. Das waren jetzt unheimlich viele Zahlen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal auflisten und zusammenrechnen, dass ihr eine grobe Richtung habt. Ist wirklich pain in the ass. Hallo zusammen. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Money, money. Wir sprechen heute über die Kosten eines Umbaus. Und zwar, wenn man ein Auto so umbauen will, dass es auf der Rennstrecke funktioniert. Aus meinen vorherigen Videos wisst ihr, dass ich unterscheide zwischen einem Clubsport-Umbau und einem Track-Tool-Umbau. Ich werde beide Varianten in puncto Kosten einzeln bearbeiten. Wir fangen erstmal mit einem Clubsport-Umbau an, am Beispiel meines Z4. Und im Nachhinein wird es noch ein Video geben, wo wir mal einen Track-Tool unter die Lupe nehmen und da mal auflisten, was muss man denn da so einkalkulieren. Beim Auflisten der Kosten für einen, so einen Clubsport-Umbau ist zu beachten, dass ich hier über einen Low-Budget-Umbau spreche. Low-Budget-Umbau bedeutet für mich, dass da jetzt keine Teile aufgelistet werden, die nicht funktionieren. Das heißt, dass man damit recht fix auf der Rennstrecke sich bewegen kann und das Ganze standfest ist. Das ist der wichtigste Punkt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das wollen wir ausschließen. Das seht ihr auch in meinen letzten Videos. Da gehe ich auf die einzelnen Parts ein und spreche auch offen über Fehlkäufe etc. Natürlich gibt es nach oben hin keine oder kaum Grenzen. Ja, man kann sofort mit dem High-End-Stuff anfangen. Wer da das Budget hat und Bock drauf hat, völlig legitim, super cool. Bei dem Clubsport-Umbau meines Z4 geht es ja darum zu zeigen, dass man auch Spaß haben kann auf der Rennstrecke und einen standhaften Umbau hat, ohne ein Budget aufzuwenden, das jenseits von Gut und Böse ist. Die ganzen Teile und somit auch Preise, die ich jetzt hier aufzähle, sind übertragbar auf andere Autos. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, also unter BMWs sowieso, da gibt es kaum preisliche Unterschiede, aber auch wenn ihr einen VW nehmt, einen Golf GTI, einen Audi, Renault Megane etc., da sind die Preise fast identisch. Ja, wir haben Variationen mit recht geringer Toleranz, das heißt, all in all, wenn ich euch gleich die Summe nenne und ihr habt aber ein anderes Auto, dann könnt ihr dennoch was damit anfangen, denn ich sag mal, das variiert im unteren dreistelligen Bereich. Also fangen wir mal mit den Must-Haves an. Reifen, je nach Größe, rechnet mal so mit zwischen 600 und 800 Euro. Je kleiner und je schmaler, desto günstiger. Vorsicht, da würde ich keine zu schmale Dimension nehmen, denn ihr braucht ja auch noch ein bisschen Grip. Zu breit ist allerdings auch Quatsch, denn ihr müsst den Reifen gleichmäßig auf Temperatur kriegen. Wenn ihr das nicht schafft, dann schleppt ihr unnötig große Walzen mit. Das würde ich alles so ein bisschen von eurer Leistung und dem Drehmoment abhängig machen. Leistung und Drehmoment. Eigentlich hätten wir mit der Basis anfangen sollen, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, denn jeder hat eine andere Basis. In dem Fall haben wir jetzt den Z4 3 Liter SI. Die Basis ist jetzt relativ egal, das ist Geschmackssache, das ist das, was ihr haben wollt, was ihr aufbauen wollt, aber die Teile sind übertragbar, beziehungsweise die Preise auch, wie vorhin erwähnt. Felgen setze ich jetzt mal in Klammern. Eine leichte Felge ist super cool, klar, ist aber kein Muss. Gute, gebrauchte Osets. Also auch leichte, wie jetzt die Ultra Legera oder Alegritas oder sowas, da seid ihr so bei, ja, ich sag mal, 1000 Euro fängt das an. Fahrwerk sehen wir jetzt nicht, aber das Fahrwerk, ein STXTA. Das STXTA, wie ihr auch in meinem Fahrwerksvideo seht, ist okay. Ihr könnt damit auf jeden Fall auf die Rennstrecke, aber mir hat das i-Tüpfelchen gefehlt. Daher sind da noch Federn dazu gekommen. Ja, also wenn ihr das Geld für einen Clubsportfahrwerk habt, dann kauft euch direkt ein KW Clubsportfahrwerk, sage ich ganz klar. Aber wir sprechen hier von einer Preisdifferenz von, ich glaube, 1000 Euro, vielleicht sogar mehr. So, das heißt 1200 Euro für das STXTA mit Uniball Domlagern, die mit dabei sind. Und dann würde ich noch so circa 300 Euro noch mal einrechnen für die Clubsportfedern. Dann habt ihr ein Setup, was wirklich gut funktioniert. So, dann wären wir bei circa 1500 Euro für das Fahrwerk. Riesenvorteil, die Uniball Domlager sind mit dabei. Die sind super wichtig zum Einstellen der Sturzwerte vorne. Ihr kauft euch die Basis, wollt das Ganze umbauen. Allerdings würde ich dann erstmal,
erstmal das Auto frisch machen. Das heißt Filter wechseln, Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Diffölwechsel und diverse kleine Dichtungen. Rechne ich jetzt mal so mit 200, 250 Euro. Das solltet ihr wirklich machen. Qualitatives Öl rein, guten Filter und dann kann es eigentlich erst losgehen. Also 250 Euro. Ja, dann noch eine Sache. Die trifft jetzt allerdings nicht auf alle Fahrzeuge zu, ist aber speziell beim Z4 ein Thema. Ich glaube beim E46, E36 auch. Bei den anderen Herstellern weiß ich es nicht, aber Stabis. Stabis sind jetzt in diesem Fall unumgänglich. Ich habe H&R Stabis, die sind deutlich dicker, ändert das Fahrverhalten enorm. Beschreibe ich auch in einem meiner Fahrwerksvideos. Da liegen wir bei 350 Euro. Leider teuer, aber wie ich finde unumgänglich. Auch wenn ihr ein teures Clubsport- oder Competition-Fahrwerk habt, braucht ihr dickere Stabis, also zumindest vorne. So, wenn wir über Stabis und Fahrwerke sprechen, dann muss ich auch eine Domstrebe erwähnen. Und zwar habt ihr durch ein härteres Fahrwerk oder auch speziell mit den härteren Clubsportfedern eine höhere Belastung auf euer Chassis und auf die Dome. Um das Ganze ein wenig zu entlasten und größeren Schäden vorzubeugen, empfehle ich euch Domstreben zu nehmen. Ja, wie hier vorne, einmal vorne und hinten, dann stützt die Dome ab, ist die Verwindung in der Karosserie nicht so stark und ihr beugt eventuellen Rissen vor. Ne? Wenn ihr da irgendwie mit einer hohen Geschwindigkeit über die Curbs knallt und das Ganze sich verwindet, ist es im Nachhinein super teuer, wenn ihr da irgendwo einen Riss habt, das Ganze zu schweißen und auch wirklich so, dass es wie vorher ist. Deswegen, die Investition ist nicht so groß. Ich habe jetzt hier die Racing Line, besonders leicht etc., hat mich vorne 150 Euro gekostet, hinten 50 Euro, 200 Euro. Da könnt ihr aber auch normal einfach Stahl nehmen. Gibt es auch von Wiechers für die Hälfte. Aber ich setze jetzt einfach mal 200 Euro an. So, dann habt ihr diverse Kleinteile wie Luftfilter etc. Da seid ihr, sag mal, auch je nach Auto, aber mit unter 100 Euro für einen Sportluftfilter seid ihr da auch mit dabei. Ganz wichtiger Punkt, Bremsen. Also bei der Bremse habe ich für euch einen Fehler gemacht. Da habe ich versucht zu sparen. Wie gesagt, ich habe ja immer den Low-Budget-Ansatz verfolgt und getestet, ob das denn funktioniert. Das ist ja mit dem Fahrwerk. Da musste ich ein kleines Upgrade fahren. Bei der Bremse ist es voll in die Hose gegangen. Ich bin auf EBC Yellow Stuff gegangen und da liest man, das ist Sportbremsbelag und so weiter. Die einen oder anderen kennen vielleicht das Video. Funktioniert gar nicht. Das heißt, 350 Euro oder so für einen Satz vorne und hinten komplett in den Sand gesetzt und mir die Scheiben auch noch kaputt gemacht. Das heißt, im Nachhinein brauchte ich einen kompletten Satz neue Bremsbeläge und neue Scheiben. Beim Punkt Bremsen kann ich euch wirklich nur sagen, da könnt ihr nicht sparen. Das ist einfach so. Da gibt es keine Low-Budget-Lösung. Deswegen bin ich jetzt umgestiegen auf die Paget RSL. Eins vorne, 29 hinten. Da liegen wir bei knapp über 500 Euro für die Belege alleine, was viel ist. Ich weiß, das ist eine Menge Schotter, aber ist leider unumgänglich. Und ihr habt super lange was davon, denn die halten wirklich ewig. Ich hatte jetzt 3 Track Days, die sehen noch aus wie am ersten Tag von der Dicke her. Die Scheibe leidet allerdings etwas darunter. Das heißt, rechnet mit ca. 500 Euro für Bremsbeläge vorne, hinten. Ihr könnt es auch erstmal, ich sag mal, low-budget-mäßig machen, dass ihr erstmal nur vorne tauscht und hinten Serie fahrt. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das gut geht. Und Bremsscheiben, da habe ich in diesem Fall einen guten Tipp. Die Paget funktionieren super mit Brembo. Ich habe geschlitzte Brembo-Scheiben vorne. Da kostet der Satz vorne nur 100 Euro, was super geil ist. Und hinten sind die zwar nicht geschlitzt, allerdings auch von Brembo, 80 Euro, der Satz. Bei einem Satz sprechen wir pro Achse, das heißt zwei Stück, was wirklich im Verhältnis wenig ist. Dann braucht ihr noch, vorne Bremsscheiben. Bremsscheiben setze ich mal in Klammern, weil ihr könnt in der Regel die Serienscheiben erstmal runterfahren. Also 500 Euro für die Belege und 200 Euro für Scheiben, wobei ich die 200 mal in Klammern setze. Und dann braucht ihr noch gute Bremsflüssigkeit und Stahlflexleitung. Eine Stahlflexleitung und gute Bremsflüssigkeit, 200 Euro. Genau, die kommen auch noch on top. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen eigentlich abgehakt. Ich finde allerdings, und das ist jetzt eine objektive Meinung, dass Sitze auch eine super wichtige Sache sind. Denn auf einem Trackday bequem zu sitzen und nicht angestrengt versuchen, den Körper hinterm Lenkrad zu halten, ist, finde ich, nicht zu verachten. Und deswegen
solltet ihr dafür sorgen, ordentliche Sitze zu haben. Ich habe jetzt hier die Sparco Rev, die habe ich gebraucht gekauft. Die sind im Vergleich zu Recaro Pole Position zum Beispiel, sind die super günstig. Ich habe für beide Sitze in einem Top-Zustand mit den L-Adaptern hier, ich glaube 600 Euro inklusive Versand gezahlt. Oder lass es 650 sein. Dann braucht ihr noch Laufschienen und Konsolen. Ja, die liegen so bei 250 Euro, der Satz für Fahrer- und Beifahrerschienen und Konsolen. Jetzt hatte ich das Glück, dass die L-Adapter dabei waren, sonst müsst ihr die auch nochmal bestellen. Also würde ich sagen, für das Sitz-Setup zahlt ihr so insgesamt um die 1000 Euro. Da ist zu beachten, dass das jetzt hier nicht alle Kosten meines Umbaus sind. Ne? Also so Geschichten wie Alcantara-Tunnel und Lenkrad und all solche Sachen und noch ganz viele andere Kleinigkeiten. Die erwähne ich gar nicht, sondern hier geht es echt um die Basics. Und was man noch machen kann, aber nicht muss, wäre eine PU-Lagerung. Mein Auto ist jetzt komplett in PU und Uniball gelagert. Das kann man machen, aber würde ich wirklich nicht zu den Basics zählen, denn das haut richtig rein. An Material zahlt ihr da um die, ich glaube, 500 Euro, aber der Umbau ist wirklich pain in the ass. Die komplette Hinterachse muss runter, man muss es auspressen, neu einpressen, dann wieder eine Achsvermessung und so weiter und so fort. Also ich sag mal, all in all, wenn ihr da wirklich gute Kontakte habt und jemanden habt, der das gerne für euch macht und euch wirklich lieb hat, sage ich mal, kostet so eine Rundum-PU-Lagerung mit Material und Arbeit auch auf jeden Fall ein Tausender. Tendenz eher nach oben. So, das waren jetzt viele Zahlen. Ich werde das Ganze mal zusammenfassen und zusammenrechnen, dass ihr eine grobe Idee habt, wo wir uns da bei einem Low-Budget-Clubsport-Umbau bewegen. Beim Fahrwerk haben wir gesagt, so dass es funktioniert mit den passenden Federn etc. liegen wir bei 1500 Euro. Reifen, da setze ich jetzt einfach mal 700 Euro an. Für einen guten Semislick zahlt ihr auf jeden Fall 700. Dann haben wir gesagt, zu Beginn macht ihr auf jeden Fall einen Ölwechsel. Getriebe, Diff, Motoröl, Filter und so weiter, sage ich mal 200 Euro. Sitze, mein Setup hier liegt bei ca. 1000 Euro. Stabis, genau. Stabis waren in meinem Fall ziemlich wichtig. Ich glaube, das ist bei den meisten Autos so, zumindest vorne. Ich habe hier da jetzt die etwas teure Variante von H&R, der die Auswahl nicht besonders groß war, aber ich sage jetzt mal, ihr liegt da bei 300 Euro. Bremsbeläge, der Punkt, wo wir leider nichts sparen können, 500 Euro. Bremsscheiben, 200 Euro. Stahlflex und gute Bremsflüssigkeit, 200 Euro. Domstreben vorne, hinten 200 Euro. Dann noch eine ganz wichtige Sache, die oft vergessen wird. Wenn ihr diese ganzen Umbauten macht, müsst ihr auch eine ordentliche Achsvermessung machen. Wir sprechen hier von einer Vermessung, nicht von einer Abstimmung, wo jemand wirklich euer Fahrwerk auf das Auto individuell abstimmt, sondern eine reine Vermessung, wo ihr wirklich erstmal sagt, ich fange mal an mit 2,5 Grad Sturz und so weiter. Einfach um erstmal zu erfahren, was macht das Auto. Aber eine gute Vermessung, da liegt ihr auch bei 100 Euro auf jeden Fall. Und wichtig, TÜV. Ihr müsst ja auch alles eintragen. Bei einem Clubsportfahrzeug gehe ich immer davon aus, dass man eine Straßenzulassung hat und dementsprechend muss das Ganze eingetragen werden. Das variiert natürlich stark. Bei einer Einzelabnahme liegt ihr bei also zwischen 500 und 1000 Euro. Ich sage jetzt einfach mal 650 Euro. So, 650 Euro. Wir wären jetzt hier bei 5.550 Euro, die ihr einplanen müsst für den Clubsportumbau, dass euer Auto erst einmal auf der Rennstrecke funktioniert, dass ihr da keine Sorgen habt, bis auf die üblichen technischen Mängel, die man halt hin und wieder mal hat. Das Ganze ohne schöne Felgen, ohne PU-Lagerung. Ich rechne die spaßeshalber einfach mal dazu. Gute gebrauchte OZ-Felgen, einen Tausender, PU-Lagerung, boah, 1000 ist... Ich sag mal 1050, dass wir eine schöne glatte Summe haben am Ende, liegen wir bei 7600 Euro. Und beachtet auf jeden Fall, dass ihr auch noch Geld für die Trackdays braucht. Ne? Über die Kosten eines Trackdays können wir gerne nochmal ein Video machen. Zu guter Letzt ist auf jeden Fall noch zu beachten, dass wir hier über reine Materialkosten gesprochen haben. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht selber einbaut, sondern das Ganze machen lasst und es muss auch wirklich gut gemacht werden, dann... könnt ihr da nochmal den Faktor ja, mal 1,5 mal 1,6 draufschlagen. Auch ich habe begrenzte Mittel und musste hin und wieder auf Hilfe zurückgreifen. Das heißt, da kommt noch was dazu. Sprich, bei meinem,
bei meinen aufgelisteten 7.600 Euro, wo noch lange nicht alles drin ist, was ich da reingesteckt habe, kommt noch ein gewisser Stundenlohn dazu und dann sind wir ganz schnell bei über 10.000 Euro. Mutter, falls du das Video hier sehen solltest, die Preise, die stimmen nicht. Das ist das Internet. Da verbreitet man Lügen. Das macht man so. Das Auto war nicht so teuer. Und auf der Rennstrecke fahren ist auch nicht so teuer.